KUFA Seniorentheatergruppe Die Herzogen mit ihrem großen Erfolg Villa Alzheim von Nele Moost. Die Vorstellungen sind Wochen vorher ausverkauft, Anrufer halten die Telefonleitung besetzt und fragen nach immer neuen Spielterminen. Die Spielfreude der Senioren hat sich herumgesprochen. Was denken Sie, was passiert, wenn ein keineswegs beliebter Herr namens Gerd ein Seniorenheim privatisieren will? Auch wenn die Bewohner der Villa das ein oder andere vergessen oder durcheinander bringen, gefallen lassen sie sich das nicht. Aber das ist doch ein Grund zum Feiern! Ja! Ja! Mädels, die ich lese! Bisschen! Am Ende gab es eine Menge Beifall und viel Redebedarf. Über 200 Kinder besuchten mit ihren Eltern das Kinderkonzert von Gerhard Schöne. Lieder wurden gesungen und die Bühne wurde von den Kindern erobert. Wie gefällt es Gerhard Schöne in Hoyerswerda? Ich war hier ja eigentlich auch schon relativ oft. Was hier schön ist, dass die Leute nah sind. Am Abend gab es nochmal Gerhard Schöne. Diesmal für die Erwachsenen. Zusammen mit dem postmodernen Swing-Terzett sang der Liedermacher Schöne vor mehr als 100 Gästen. Ich weiß, Verliebte, die getrennt sind, schauen manchmal zu einem ganz bestimmten Stern. Anlässlich seines 60. Geburtstages wurde ein Tag darauf ein Beitrag in der Sendung Arthur im MDR ausgestrahlt. Die KUFA gratuliert und bedankt sich für die schönen Stunden. Viele Geburt, meine Freiheit, meine Fesseln. Oh, mein Sabbat, mein Goldkelch, mein Fass und Wind, mein gewünschtes Jenseits und hier. Hallo, ich bin Theo aus der 9a. Wir sind hier beim Kulturnachmittag zum Thema Debattieren und ich mache zusammen mit dem Florian hinter der Kamera ein Videotagebuch. Die Aufnahme läuft. Kommunikation hat viele Gesichter. Wie präsentiere ich mich? Oder wie sage ich Unangenehmes? Was ist Speakers Corner? Fragen über Fragen. Die 9. Klassen des Lessing-Gymnasiums Hoyerswerda durchliefen dazu verschiedene Stationen zum Thema Kommunikation. Kommunikation mit all den Fallen, Wirrnissen und Problemen. Ein lebendiger Kulturnachmittag im Rahmen der Partnerschaft Kulturschule zwischen KUFA und Lessing-Gymnasium. Es wurde viel gestritten, gespielt, debattiert, kritisiert, analysiert, widersprochen und gelacht. Also zuerst hatten wir Speakers Corner. Da mussten wir über unser Hobby sozusagen debattieren. Also am meisten Spaß gemacht hat mir die Kreativwerkstatt, wo wir diese kleinen Dialoge oder diese kleinen Rollenspiele gemacht haben. Und ja, das fand ich eigentlich sehr gut. Ich finde diesen Kulturnachmittag sehr gelungen, weil ich finde, dass sich das Thema Debattieren, Kommunikation sehr mit unserem Profilunterricht verbindet. Ja, dann mussten wir noch Filmkritik ausüben, das war wirklich gut. Und dann haben wir noch gelernt, wie man Unangenehmes anderen Menschen gut beibringen kann. Und ich habe in meinem Workshop, den ich mit der Frau Lieder leiten konnte, einen Satz gesagt am Ende, den finde ich einfach treffend. Das ist eins meiner Mottos: zu Überdinge sachlich und zu Menschen herzlich. Ich fand den Kulturnachmittag toll, weil es für mich ein interessantes Thema war und wir viele Stationen mit verschiedenen Aspekten des Themas hatten.